Dänemarks Zentralbankchef Lars Rohde hatte die Anleger gestern Abend mit ungewöhnlich scharfen Worten von den Gefahren der Bitcoin gewarnt. Er sagt, lassen Sie die Finger davon, das ist tödlich. In eine ähnliche Kerbe schlägt der Präsident der Bundesbank, Jens Weidmann. Auch er warnt her vor Spekulationen mit dem Bitcoin, sagt aber, ja, verbieten müssen wir das Ganze nicht einzig und allein deswegen, weil Anleger Geld verlieren können. Aber er warnt vor dem instabilen Wert dieser Cyberwährungen im Allgemeinen und dem Bitcoin im ganz Speziellen. Und er sagte, diese enormen Kursschwankungen, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, sind eben ein wichtiger Beleg dafür, für diese These, für diesen instabilen Wert. Das ist kein gutes Zahlungsmittel, so der Präsident der Bundesbank. Und für den Hype um das Thema Bitcoin macht er letztendlich auch uns, die Medien, mitverantwortlich, weil wir immer wieder berichten über neue Höchststände und damit den Hype gerade im privaten Sektor noch einmal befeuern. Also, Herr Weidmann, mal ganz ehrlich, nur weil ich jetzt ausgewogen berichte über Höchststände oder auch ja, große Verluste dann wieder beim Bitcoin, da bin ich nicht dafür verantwortlich. Das wäre dann zu viel der Ehre. Schauen wir mal ganz kurz voraus auf die wichtigsten Termine morgen am Mittwoch. Vermutlich bin ich da auch wieder dafür verantwortlich. Wir schauen zunächst einmal auf Japan. Hier gibt es den Gesamtwirtschaftsindex für den Monat Oktober. Später dann die Erzeugerpreise für den Monat November aus Deutschland. Weiter geht es dann mit dem EZB-Leistungsbilanzsaldo Monat Oktober. Wir schauen dann am Nachmittag in Richtung USA, die MBA-Hypothekenanträge. Dann geht es noch einmal kurz nach China, dem Index der Frühindikatoren. Wir schauen am Nachmittag auf den Verkauf der bestehenden Häuser in den USA und last but not least 16:30 dann die Rohöllagerbestände. Zuletzt waren sie relativ kräftig zurückgegangen. Zahlen gibt es auch noch, so ein paar Nachkömmlinge sozusagen, General Mills und Bed Bath & Beyond. Da gehen die Amerikaner ganz gerne in letzter Sekunde ihre Weihnachtsgeschenke einkaufen. Übrigens die Bundesbank, um nochmal den Gedanken und den Eingangsgedanken aufzunehmen. Die Bundesbank untersucht derzeit in einem Forschungsprojekt mit der deutschen Börse in diesem Fall, ob man die Technik, die hinter dem Bitcoin steht, diese sogenannte Blockchain, vielleicht dafür verwenden kann, um Wertpapiertransaktionen durchzuführen. Naja, das ist toll. Aber Sie als intensive Zuseher hier bei Börse Stuttgart TV und ganz besonders unsere Themenwoche Bitcoin, die Sie hoffentlich gesehen haben. Sie wissen natürlich längst, dass die Experten und Spezialisten der Börse Stuttgart sich schon sehr lange mit dem Thema Blockchain auseinandersetzen.